Tom Sperma, wir lieben dich! Keine Ahnung. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute sind wir in Köln bei Karneval und wir fragen die Leute, wie sie angemacht werden wollen und ob sie Anmachsprüche kennen und so weiter. Also viel Spaß und let's go! Wie möchtest du heute angemacht werden oder möchtest du heute ein Mädchen klären? Ja, weil ich habe ein Club-Handy. Ein Club-Handy? Ja. So ich habe kein normales Handy und so möchte ich eine Nummer klären, ja. Mit einem Club-Handy? Warte, zeig das. Zeig das Club-Handy. Leute. Oh. Mein Telefon vibriert. Oh. Damit möchte ich eine Nummer klären. Damit möchte ich eine Nummer klären. Okay. Wie viel hat das Handy gekostet? Oder was 50 grad? Euro. Nur 50? Das ist einfach... Ja, okay, ist wild. Ja. Aber billig. Ich habe viel Geld gespart. Okay. Ja, viel Erfolg heute mit deinem Club-Handy. Danke. Was? Sex und Dixie-Klo. Das ist dein krasses Karneval-Erlebnis. Oder. Wie lange ging's? Boah, ich war diesmal bisschen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ich glaube so 3 Minuten. Es rappelt im Karton. Was ist dein Ziel an Karneval? Okay, danke. Was ist dein krassestes Karneval-Erlebnis? Keine Ahnung. Wie viel hast du heute getrunken? Viel. Nicht so viel. Nicht so viel. Ein Bier. Ja. Ja, kennst du einen guten Anmachspruch? Brüche. Ja, ich kenn dich schon extrem lange. Ich kenn einen Anmachspruch. Ja. Zeig mal Ritze. Das ist schlecht. Kennt ihr Tom Supreme? Ja. Tom Sperma, wir lieben dich. Was ist heute dein Ziel? Wie viele Shires möchtest du klären? 5 ist meine Glückszahl. Okay, und du? Auch 5, auch gut. Wollt ihr dieselben oder ist auch egal? Mal schauen, was wir immer mit denselben rum. Was ist dein krasses... Was ist denn hier los? Aber ist irgendwas Krasses passiert? Irgendwas Unvergessliches? Schlägerei und sowas. Okay. So diese Stani-Sachen halt einfach. Aber warst du bei der Schlägerei so dabei? Ja, natürlich. Was ist euer krassestes und bestes Karnevalerlebnis? Ich glaube, als ich dich damals geküsst habe an Karneval. Könnt ihr das noch unser Erlebnis. Nein, nicht für die Kamera. Nicht für YouTube. Nicht für die Kamera. Okay, heimlich nachher macht ihr beide eine Session? Ja, schon, ja. Okay. Und kennt ihr einen guten Anmachspruch, wie ihr heute ein Mädel klären wollt oder so? Also ich habe mein Playbuch dabei. Wie viel steht da drauf? Da steht drauf, also auf der einen steht auf Ex. Hier auf 3 steht Schere, Stein, Papier, dann gehe ich dann zu irgendwelchen Mädels oder zu Jungs, frage nach Schere, Stein, Papier. Und hier, ich muss nachschauen, hier auf 4 gehe ich zu Mädels und frage, gib denen Komplimente. Also das musst du heute alles durchmachen und dann ist ein guter Mach mal mit ihr, mach mal mit ihr jetzt. Okay. Schere, Stein, also auf der 3, Schere, Stein, Papier. Warte, du musst schon sagen. Schere, Stein, aber ich nehme Stein. Okay. Stein, Papier. Ja. Das war ja gerade so lustiges Karnevalerlebnis. Okay, ich habe letztes Jahr in der Big Band vom Karneval gespielt und mich danach richtig fett abgeschossen. Das war sehr geil. Diese Barrikstangen sind schon das Allergeilste, was es gibt. Und kennt ihr einen guten Anmachspruch? Wie wollt ihr ehrlich gesagt, ich studiere Physik, bei mir gibt sowas nicht. Was ist euer krassestes Karnevalerlebnis? Ich bin noch gegangen. Wann? Letztes Jahr. Und warum? Alkohol. Und was ist heute dein Ziel an Karneval? Wieder noch zu gehen. Wie viel fehlt noch? Nicht mehr viel. Trink das mal auf Ex. So viel, aber kannst versuchen, Digga. Ja. Ex. Ich glaube, schafft er nicht. Aber egal, war sehr gut. Das ist so viel. Hast du gut gemacht. Und wie schaut es heute mit Frauen aus? Möchtest du welche klären? Distanz, ich bin loyal. Also hast du eine Freundin? Nein, noch nicht. Ach so, aber trotzdem loyal. Habt ihr eigentlich schon geliked und abonniert? Wenn nicht, dann macht es jetzt sofort und viel Spaß weiter beim Video. Lustig. Das ist ein super Typ hier, Ich weiß nicht, worum die Umfrage geht, aber das ist ein super Typ. Das ist Leon. Hallo. Das ist mein allerbester Russe. Neben Dimi. Das sind die besten Russen, die ich kenne. Ich liebe sie über alles. Okay, cool. Cooler Russe. Ja. Was ist euer coolstes Karnevalerlebnis? Mein coolstes Karnevalerlebnis
ist wahrscheinlich mit irgendwelchen random Leuten zu tanzen. Das Leben hier in Köln ist toll. Ich komme aus Wesseling. Vertrau mir, dort geht doch nicht hin. Dort gibt es gar nichts außer Industrie und verschmutzte Luft. Aber Köln ist toll. Ja. Besonders an Karneval. Vertrau mir, kommt gar nicht nach Köln außer an Karneval. Und was ist heute dein Ziel noch? Möchtest du Mädels klären? Nein, absolut nicht. Mein Ziel ist es, Menschen zu beeindrucken. Also nicht mit mir selber, sondern mit denen selbst. Menschen zu helfen, deren besten Sachen zu machen. Also ganz ehrlich, wer auch immer ihr seid, ich weiß nicht, was für ein Kanal das ist oder was auch immer, Insta, keine Ahnung, aber ihr seid die Besten, macht weiter wie ihr seid, ihr schafft alles. Vertrau mir, wenn ihr so weitermacht, seid ihr Millionäre. Millionäre! Vertrau mir! Komm in die Gruppe! Komm in die Gruppe! Hey, vertrau mir, ihr seid die Besten. Okay. Kennt ihr auch ein cooles Karneval? Nehmt ist dein Kostüm, ist hier nicht voll cool. Dankeschön. Cool, soll ich Ecstasy erwähnen? Ja, Ecstasy. Das ist cool, ja. Ja, letztes Karneval war ich mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Oh Gott! Das war cool, ja. Also, für mich persönlich finde ich es cool, weil ich dadurch so. Also, jetzt passe ich halt mehr auf Alkohol auf. Und, soll ich auf den? In Piste geschlafen? Ja, in seine eigene Piste geschlafen, du Frank, genau. Wie war das so? Das war cool. Also, ja. Was ist euer krassestes Karnevalerlebnis? Ihr Absturz! Wie, und was ist heute euer Ziel so? Zu klären oder so? Besoffen zu sein! Hier beim Kotzen zugucken! Das ist dein Ziel heute! Zwangsläufig, ja! Was ist euer krassestes Karnevalerlebnis? Boah, am 11.11. war schon krass, aber viel voller. Aber jetzt auch. Aber ich Regen ist ein bisschen doof. Am 11.11. Wirklich? Ja. Geil! Einen guten Anmachspruch? Sag mal einen Anmachspruch! Wenn deine Beine sich streiten, darf ich dazwischen gehen? So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!